Vor einiger Zeit wurde die Mod Federgeladener Breitkopf für den PvE nutzbar gemacht. Seitdem hatte ich ein Auge drauf geworfen, jetzt wo ich sie habe, wollte ich aber genau wissen, ob sie den Aufwand wert war. Federgeladener Breitkopf ist eine Mod für den Daikyu-Langbogen, der den Schaden um 40% erhöht, wenn der Pfeil auf dem Weg zum Ziel mehr als 15 Meter zurücklegt. Erhaltet die Mod von Teshin für 30.000 Rufpunkte, nachdem ihr den Hurricane-Rang erreicht habt. Sie ist aber auch handelbar. Jetzt denkt ihr vielleicht, 40% ist doch weniger als 90%. Und Warframe-Builder sagt, dass der Schaden mit federgeladener Breitschaft geringer ist. Dazu solltet ihr aber wissen, dass die fraktionsspezifischen Schadensmods und auch federgeladener Breitkopf den gesamten Schaden multiplizieren, während eine Elementmod nur vom Grundschaden plus Grundschadenmods ausgeht. Für den Test ermittle ich den Kopfschussschaden für einen Level 105 Grenier schlechter. Ich verzichte außerdem auf geteilte Kammer, weil die Extra-Projektile hier nicht relevant sind. Mit diesem Bild erreiche ich 10.399 Schaden. Wenn ich eine der 90% Elementals durch Verderben der Grenier ersetze, erreiche ich 10.185 Schaden. Mit federgeladener Breitkopf anstelle des 90% Elementals erreiche ich 10.963 Schaden. Damit übertrifft diese Mod beide Alternativen, wobei ich noch keine Aussage für die Prime-Fraktionsmods treffen kann. Die Frage ist nur, ob die Sache den Conclave-Grind wert ist.